So, moin moin Leute, Let's Play World of Tanks mit ganz vielen Zehnern und 91 Millionen Free XP. Nicht im Real Game, nein, sondern auf dem Privat. Quatsch. Auf dem Testserver von 8.1. Ich habe immer noch so ein paar Zehner zurechtgelegt. Ja, da ist jetzt hier der Butchart oder der. Die beiden Briten. Ja, und die nächsten Let's Plays werden sich wohl auf diesem Grund hier befinden. Auf dem Testserver. Ja, mit was fangen wir denn mal an? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Wir nehmen mal den 10er der Briten, den Heavy. Das ist ein richtig guter Panzer. Brauche ich keine Goldmunition, die es jetzt für Credits gibt, um irgendwo durchzukommen, sondern es reicht auch die normale. So, das EU und das RU zum Beispiel, das steht dafür, dass die eben aus Russland kommen und ich aus Europa. Was ja ganz komisch ist, weil ich ja auch aus Europa komme. Jo, was machen wir nochmal? Das Lake will, da haben wir eine Stadt drin. Das würde ich mal sagen. Das ist ja schon eine von den älteren überarbeiteten, also von 8.0 überarbeiteten Karten. Ja. Moment, mal kurz das Mikro ein bisschen höher richten. So, sehr schön. Let's get this show on the road. Aussehen tut er ja schon mal wieder VKP und ich kann jetzt gerade mal nicht lenken. So. Obwohl, es hatten sich Leute darüber. Es hat Leute gefragt, ob ich den Ingame-Sound nicht ein bisschen lauter stellen kann. Ja, kann ich. Die Frage ist nur, ob man mich jetzt nicht versteht und ich hoffe mal, dass es im Endeffekt noch laut genug bleibt. So, er ist deutlich mobiler als andere Zehner. Deswegen bin ich echt überlegen, ob ich mir den holen soll. Also in echt jetzt, ob ich darauf hinspielen soll. Weil der macht echt verdammt Spaß. Schreibt mir bitte, ob ihr was davon halten würdet, wenn ich das, wenn ich auch die nächsten Let's Plays von dem Server hier mache. Also, ob das für euch in Ordnung wäre. Hier könnt ihr natürlich auch Panzer sagen, die ihr sehen möchtet, ist ja ganz klar. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war eine Arti. Ja. Ich sag das für nichts, ne? Ich hasse das, alle mit Goldmuni schießen. Es ist ja nur ein Test, aber ja, toll, aber trotzdem. Muss nicht sein, finde ich. So, was nehmen wir als nächstes? Ich habe ja gehört, dass der T110 E5 ganz gut sein soll. Aber ich glaube, wir werden mal lieber. Ja, genau, den spiele ich mir ja gerade auch in auf dem echten Server zu. Also darauf spiele ich gerade zu. Hab da ja den Achter gerade freigeschaltet, hab den noch gar nicht gesehen. Hehe. Ja, ich denke mal, den werden wir erstmal nehmen und dann mal gucken. Ist ja der einzige TD mit einem Magazin. 3 Schuss. Aber guck gleich mal, wie lange der nachlädt. So. Ist natürlich auch der 10er TD von den Franzosen. Die TDs sind irgendwie echt das Einzige, was ich von den Franzosen mag.
Lol. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch gerade nicht durchgefahren, oder? Aber guck dich das mal an hier, der schafft 50 km/h. Ohne es zu zucken. Ist ja das Witzige, die Franzosen werden immer leichter, die TDs, und bekommen immer bessere Motoren. Das finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Das ist ein Objekt, das sterben möchte. Das kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, und das wird mein Tod sein. Das ist mal ein Fail-Let's Play, würde ich sagen. Ja, gut. Würde ich mal sagen, lassen wir das mit dem ersten Eindruck vom Testserver gewesen sein. Und nein, da muss noch was hinterher. Das ist zu kurz. Muss man nochmal eine anständige Runde hinterherhauen. Mit was nehmen wir dann mal? Nehmen wir den E100. Scheiß drauf. So. Für Credits gibt es sie jetzt ja auch. Ist ja auch der Grund, sonst hätte ich sie nicht reingepackt. So, und ab. Ich habe gerade eben noch Gold und Munition und Noobs gesagt, aber scheiß drauf. Ja, jetzt wo die für Credits gibt, verstehe ich das sogar, wenn man die einlädt. Ich Idiot. Ich habe ganz vergessen, die beste Kanone drauf zu bauen. Oder? Ach nee, den habe ich ja so bekommen, richtig. Den hatte ich ja schon. Den hatte ich ja schon vorher. Streichen hier mal die ersten zwei Gefechte und lassen jetzt mal das hier auf uns zukommen. Oder die ersten zwei, na egal. Auf jeden Fall streichen wir mal die ersten Gefechte und lassen das auf uns zukommen. Oh Mann, ich hasse diesen Stuhl. So. Und wir fahren lang wo... Nein, genau, da fahren wir nicht lang, wo du hinpinkst. Wir fahren da lang. Nö, Jungs, alleine sehe ich das nicht ein, ganz ehrlich. Mach ich auch nicht. Pech gehabt. Was für eine Schwachköpfe, ey, das ist nicht normal. Und hier zählt das Argument, ist doch nur ein Test, aber zählt hier nicht, weil... Wer so dumm ist... Also so dämlich, dass man sich da nicht hinstellt auf die andere Seite, das ist echt schon bitter. Ja, du brauchst doch nicht langfahren. Egal, wir regen uns nicht auf, wir machen jetzt hier ein schönes Display draus mit 1 Million Artis und... Ach du Scheiße. Und keiner hat eine Ahnung, wo er langfahren muss, ey. Das sind Leute, liebe ich ja. Nö, zu dritt fahren wir da nicht rum, das packen wir nicht, dann fahren wir mal da lang. Das sieht ja mal wieder richtig gut aus fürs Team. Und da sind sie schon, wie gesagt. Aber kann es sein, dass das Gegnerteam genauso planlos ist wie wir? Müde. Obwohl es eigentlich recht früh ist. Boah, hau ab da, Mann. Ja, das war auch dämlich, ne?
Fahr weiter. Das verstehe ich jetzt nicht, weil ich mal mit Gold Uni sollte man da schon durchkommen. Gott, der ist auch an mir gebounced. Ja, stehen bleiben ist nicht so schlau bei so einer Arti, ne? Dann ist das Objekt. So, das war schon mal eins. Ah, aber die überrennen uns auch gerade, also zu spät. Egal, aber nochmal eine gute Runde. Wir sind wenigstens nicht draufgegangen, noch nicht. Was ja nicht ist, kann ja noch kommen. Ja, das ist auch nicht so intelligent, was du hier machst, ne? So. Wir fahren jetzt mal hier hinter rum. Auch, dass die uns von hinten nicht mehr beschießen können. Nein! Shit, da habe ich zu viel Hoffnung in diesen Schuss gesetzt. Gefälligst nahe. Scheiß auf den Butchart. Ja, das war's dann mal. Ja, das war's. Na komm, jetzt schieß doch. Oh Gott. Aber egal. Das war nochmal eine gute Runde zum Schluss. Und dann... Ja. Würde ich mal sagen... Erstmal nochmal den Bericht angucken. Ja, ganz okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, Meinung da lassen, ob der Tester okay ist. Bis dann.